Anfängerin! Zuerst abstellen, oder? Ja, natürlich! Entschuldigung. Vielen Dank. Ich habe wirklich schon das ganze Wochenende darüber nachgedacht und ich wollte sie auch schon mit der Leseprobe fangen und ich habe gedacht so, oh, das kommt vielleicht ein bisschen unprofessionell. Aber ich darf mich zuerst vorbereiten, oder? Ja, natürlich. Entschuldigung. Das Lied rausnehmen wollen. Das Lied ist doch für den Bogen extrem wichtig, verstehen Sie? Ja, natürlich. Welches Lied nochmal? Ja, der König von Thule. Ah, König von Thule. Ja. Welche Seite? Seite 89. Erfolgende natürlich. Ja, natürlich. Okay. Soll ich es vielleicht für Sie aufschlagen? Nein, kein. Ich meine, in der Urfassung ist das Lied ja auch nicht drin, stimmt's? Aber ich habe mir gedacht, so, bei uns baut sich das ganz anders auf. Und irgendwie kann man das gar nicht vergleichen so. Ja, Seite 89. Und folgende. So, was haben wir denn da? König von Thule, ja. Kästchenszene. Ja. Ah. Ah, Straße begegnet. Ja. Mhm. Ah. Ja. Wissen Sie was? Lassen Sie uns doch einfach einmal anfangen. Über die Person können wir dann später sprechen. Stimmt. Oh, ich habe etwas vorbereitet. Darf ich? Ja. 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 Oh, cool. Gefühl von Enge und Beklemmung auch ohne diesen Kniefall kriegen, den können Sie weglassen. Außerdem
bezieht sich das Schwül auch viel eher auf das Zimmer. Verstehen Sie? Im übertragenen Sinne natürlich auf Faust. Aber das wissen Sie natürlich. Auf Faust? Ja, auf Faust. Ah. Nein. Sie sagt doch schwül, ja? Und das bezieht sich auf eine bestimmte Wetterlage. Ja, schwül ist auch eine Wetterlage. Genau. Das mag vielleicht ein bisschen ungenau formuliert sein von Goethe, aber glauben Sie mir, das hat mit Faust zu tun. Wir nehmen das einfach einmal an. Schwül, Zimmer, Faust. Faust, schwül. Gut. Ich probiere das nochmal. Ja. Faust. Schwül, Faust. Lassen Sie das bitte. Entschuldigung. Ich verstehe nicht mehr, warum ich reinkomme. Warum Sie reinkommen? Ja. Ja, Sie waren draußen? Ja. Sie wollen nach Hause? Weil... Sie wohnen da! Ja! Oh, stimmt! Okay. Tut mir leid, ich versuch's nochmal, okay? Ja, los. Nein! Ach so, ich? Nein, einfach los. No! Auch das nicht. Sie dürfen, ich bin soweit. Okay. Ja. Es ist so schwül. So dumpfig. Eben doch so warm nicht raus. Ist das gut? Ja, sehr gut. Es wird mir so... Ich weiß nicht wie. Ich wollte, die Mutter käme nach Haus. Frau Kowalski? Ich wollte das nur mal so anbieten. Ja, aber so wäre mir die Szene zu kurz. Und dann, ich wollte ja wieder reinkommen. Ach, Sie wollten wieder reinkommen. Ja, ich habe mir nur gedacht, dass irgendwie muss ich ja erstmal wissen, dass die Mutter nicht da ist. Also suche ich sie erstmal im ganzen Haus. Aber so wäre mir die Szene ein bisschen zu lange. Sie könnten ja kurz zur Tür hinausschauen und Mutter, Mutter rufen. Ich habe aber gelesen, dass im 16. Jahrhundert die Häuser meist mehrstöckig waren, ja doch. Also so kleine Grundflächen, aber hohe Treppen. Das mag ja sein, aber ich weiß nicht, wie geläufig das dem Zuschauer ist. Aber Sie könnten ja das Lied im Off wieder reinnehmen, dann hätten wir das wieder drin. Ja! Oh, gute Idee! Soll ich das gleich mal machen? Ja, bitte. Oh, okay, cool. Frau Kowalski. Ich dachte, ich sollte Treppen steigen an. Ich glaube, wir lassen das mit dem Lied, das hält nur auf. Aber die Mutter! Sagen wir, die Mutter hat einen Zettel dagelassen. Bin einkaufen oder so. Also Sie wissen, dass die Mutter nicht da ist. Ah, also ich habe noch einen Zettel in der Hand. Nein, das ist nicht nötig. Aber die Schlüssel... Nein, auch nicht. Ich komme noch mal rein. Nein, wir müssen ja mal weiterkommen. Nach dem Lied. Ja, wissen Sie, ich finde eben auch, dass die Probenzeiten viel zu kurz sind. Ja. Weil sonst hätten wir mal Zeit. Oh, was ich voll schön fände, wäre, wenn wir mal so gemeinsam improvisieren könnten. Kennen Sie das? Nein. Das ist ohne Text. Nur so Situation schaffen. Ich meine, auf der Leseprobe haben Sie auch uns versprochen, dass wir so die Szene gemeinsam abklopfen können. Mhm. Also? Also was? Improvisieren? Ja, improvisieren Sie. Oh, ich sage Ihnen danach, was ich gesehen habe. Ja? Okay, ich komme noch mal rein. Nein! Nach dem Lied! Oh, okay. Lassen Sie das! Sie dürfen... Okay.
Kowalski! Ich weiß ja nicht, was Sie da spielen wollen, aber wenn das ein schwachsinniger Angler mit seiner Wurmköderdose sein soll... Kompliment! Sie haben es genau getroffen. Aber so fasst man Schmuck an. Ich habe das zu Hause mit dem Schmuck meiner Mutter geübt. Ich weiß ja nicht, was Ihre Mutter um den Hals trägt. Und es ist mir auch scheißegal. Aber wenn Sie nicht endlich aufhören mit diesem... mit diesem Kniefall, dann spielen Sie diese Rolle in einem Laufstall, habe ich mich klar ausgedrückt. Wissen Sie, auf der Schauspielschule haben es alle gesagt. Was? Mhm. Aber ich wollte es nicht glauben, nein. Am schlimmsten sind die Regisseure in der Provinz.